Im beschaulichen Chiemgau findet sich an einem späten Winternachmittag so mancher Flecken, an dem man die Ruhe der Natur genießen kann, die geradezu himmlische Stille am Waldesrand. Soweit die Theorie. Und hier ist die Praxis. Hier ist die Chiemgau Arena in Ruppolding. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Biathlon-Freunde zu Hause. Nahezu 18.000 Fans sorgen hier für eine doch sehr einzigartige und unnachahmliche Stimmung. Die ersten waren heute Morgen schon um sage und schreibe 10 Uhr hier, um die besten Plätze zu ergattern. Und es wird ja auch einiges geboten. Topsport zum Beispiel heute, die Staffel der Frauen. Also hier ist richtig was los und Sie können sich freuen auf einen spannenden Vorabend mit hervorragendem Sport. Gestern Abend gab es schon mal den ersten Vorgeschmack bei der offiziellen Eröffnungsfeier. Und dass es dabei richtig zünftig zugeht, das durfte unsere Expertin Uschi Diesel am eigenen Leib erfahren. In Ruppolding ist, dann ist die Begeisterung einfach riesengroß. Die Leute sind mit so einer Freude dabei und wir stehen jetzt gerade bei der Eröffnungsfeier. Es ist einfach der Wahnsinn. Auch die anderen Nationen wissen schon, wie toll das hier ist. Wie gefällt es euch denn bei der Eröffnungsfeier? Gut? Ja, es ist Kino, ganz großes Kino. Es ist eigentlich jedes Jahr immer ganz schön. Sie bemühen sich wirklich und ja, ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Danke. Das Dorf verwandelt sich während des Biathlon-Weltcups in eine absolute Partymeile. Die Leute sind mit Begeisterung dabei. Überall gibt es Glühwein und überall wird gefeiert. Prost, aber guten Weltcup! Uschi Diesel ist wohlbehalten zurückgekehrt aus dem Ortszentrum hier herauf auf unsere Moderationsplattform. Guten Abend, herzlich willkommen, Uschi. Ich hoffe, es war gestern der zünftige Auftakt, den Sie sich vorgestellt haben und den Sie auch kennen aus Ihrer aktiven Zeit. Was macht das besondere Flair von Ruppolding aus? Ja, es ist nun mal ein kleines Dorf und da sammelt sich alles an einem Fleck und die Leute sind wirklich sehr, sehr begeistert. Der Ort ist voll, da gibt es kein freies Zimmer mehr und es ist einfach ein Riesenspaß. Das Beeindruckende finde ich überhaupt in der Biathlon-Szene und dann auch hier in Ruppolding speziell, dass eben nicht nur die deutschen Biathletinnen und Biathleten bejubelt werden, sondern das gilt dem Sport ganz allgemein, auch den anderen Nationen, ne? Also Ruppolding gilt als eines der fairsten Publikums und es ist immer toll gewesen, hier zu laufen. Wenn wir heute mal uns so umschauen, es ist nicht mehr ganz so kalt wie in den letzten Tagen. Ein bisschen wärmer geworden, wenn man das so sagen darf, aber die Bedingungen, wie würden Sie sie bezeichnen heute? Also heute sind sicher ideale Bedingungen. Es ist kaum Wind, es ist nicht so extrem kalt. Es ist halt schwierig, bei dem Publikum gut zu schießen. Darauf werden wir später noch kommen. Ideale Bedingungen heute beim Wettkampf, nicht ganz so ideale Bedingungen, finden Weltmeisterinnen vor, Weltcup-Gesamtsiegerinnen sogar, wenn sie denn in Mittenwald trainieren. Die Deutschen Magdalena Neuner und Martina Beck, ehemals Glagow, haben ein Trainingsquartier, naja, lieber Kollege Christoph Nahr, das nicht so ganz den Ansprüchen an ein Top-Leistungszentrum entspricht. Eine sechsfache Weltmeisterin und ihre Umkleidekabine. Eine Gesamtweltcup-Siegerin und ihre Toilette. Der Trainingsort von Magdalena Neuner und Martina Beck. Eine triste Geschichte. Das Umziehen ist ein bisschen schwierig, weil einfach die Hütte nicht beheizt ist. Gerade bei so einem Wetter, wie wir es heute haben, wäre es einfach schön, wenn du irgendwo rein kannst, wo es warm ist. Wir haben kein Licht drin. Also dunkler darf es nicht mehr werden und Jungs, Mädels, alle gemischt. Also die Bedingungen sind ein bisschen anders, glaube ich, als viele denken. Oh, da gibt es nackte, gell, Herr Runner? Dabei ist der Container doch eine neue Errungenschaft in Mittenwald. Vor 2 Jahren hatten sie gar nichts. So können sich Biathlet und Biathletin näher kommen, in der Dunkelheit ohne Heizung.
Bernhard Kröll ist der Trainer von Martina Beck und Magdalena Neuner und 24 weiteren hochtalentierten Biathleten. Aber bevor er sich um seine Schützlinge kümmern kann, muss erst noch der Schießstand angeschlossen werden. Nicht einfach, so ohne Strom. Aber Not macht erfinderisch. Zwei zu Hause aufgeladene Autobatterien lassen die Scheiben schön klappen. Ebenso wichtig, das Aufstellen von Hinweisschildern. Denn die Trainingsstrecke ist eine Bundeswehrstraße und LKW sind ein schwer zu überwindendes Hindernis. Es ist teilweise schon gefährlich, aber es ist halt wie gesagt Bundeswehrgelände und wir werden hier ja auch, sage ich jetzt mal, geduldet, weil ich meine, es ist dem ja Gelände und die dürfen ja machen, was sie wollen, das ist sowieso klar und wir passen halt auf, wir müssen aufpassen und ich hoffe, die passen auch ein bisschen auf. Geduldet und auf der Hut. Mittenwald ist kein Landes- oder Bundesstützpunkt, also fehlt die finanzielle Zuwendung. Erfolge im Weltcup und Triumphe in der Jugendarbeit zählen im starren System anscheinend nicht. Mittenwald hofft wenigstens, Jugendstützpunkt zu werden und wird ausgebremst. Jetzt heißt es, nach 2010 haben wir Chancen, das zu werden. Jetzt warten wir halt wieder. Aber das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Das ist ganz richtig. Die Ergebnisse oder die Erfolge sind eigentlich da. Da haben Sie schon recht. Eine optimale Betreuung von 26 Athleten gleichzeitig ist für Bernhard Kröll unmöglich. Aber es hilft nichts. Er ist allein und die Athleten müssen mit den Bedingungen in Mittenwald leben. So oder so. Ein Problem wäre jetzt halt nur, wenn zum Beispiel die Dopingkontrolle hierher kommen wird, wo gehen wir dann hier aufs Klo? Weil wir haben halt leider keins. Dann müssen wir halt nach Hause fahren. Da gehe ich lieber irgendwo in den Wald. Das ist natürlich auch wieder das Problem, dass das ein Bundeswehrgelände ist und überall die grünen Helme rumspringen. Von daher muss man erst mal rufen, ist da irgendwer? Magdalena Neuner könnte auch nach Ruppolding gehen oder Oberhof, aber hier ist ihre Heimat. Hier ist sie zur Weltmeisterin geworden. Hier will sie bleiben und nimmt dafür fast alles in Kauf. Na, irgendwie ist es aber auch ein bisschen beruhigend, dass in den Zeiten von Hochtechnologie, von Internet und WLAN noch auf diese Art und Weise trainiert wird, wo die Athletinnen noch selber anpacken müssen. Uschi, wie bewerten Sie die Situation in Mittenwald? Ich habe dort früher auch schon mal trainiert. Das ist sicher nicht ganz einfach, aber die sind froh, dass sie zu Hause trainieren können und nehmen das natürlich in Kauf. Und ich glaube, manchmal schadet es auch nichts, wenn man selber noch mal ein bisschen mit anpacken muss. Ja, vor allen Dingen, es zeitigt ja auch Erfolge, wie man sieht, im Falle von Lena Neuner ganz besonders. Wie weit wäre es denn, wenn Sie hier rüberkommen würden nach Ruppolding, was ja besser ausgerüstet ist? Ja gut, die müssten hier eine Wohnung nehmen. Das sind, glaube ich, an die 2 Stunden zu fahren. Das kann man natürlich nicht jeden Tag machen. Aber ich glaube, die beiden wollen lieber zu Hause bleiben. Ja, das Heimatgefühl, das ist halt sehr stark ausgeprägt. Ist auch verständlich. Wenn man normaler Arbeitnehmer ist, möchte man ja auch nicht 2 Stunden zum Arbeitsort fahren. Kommen wir mal zur Staffel, die heute auf dem Programm steht. Das ist ja immer was Besonderes, ein tolles Spektakel, auch für die Fans. Sind Sie immer gerne Staffel gelaufen in Ihrer aktiven Zeit? Ich bin immer sehr, sehr gern Staffel gelaufen, weil man doch zu viert kämpft für den Erfolg. Und wenn man dann auf dem Treppchen dann noch ganz oben stehen darf, das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man da zu viert oben steht. Gefahr ist natürlich auch, dass wenn man selber nicht so gut drauf ist, die ganze Mannschaft in den Keller reißt. Erinnern Sie sich an eine ganz besondere Begebenheit, so im Prinzip das Staffelrennen Ihres Lebens? Ich glaube, Olympiasiegerin in Salt Lake City zu werden mit der Staffel, das war ein irrsinnig schönes Erlebnis. Also das so als die schönste Erinnerung an die Staffel von Uschi Diesel. Die heutige Staffel steht unter dem Motto, jetzt wollen wir es packen. Denn bislang haben die deutschen Frauen in diesem Winter noch kein Staffelrennen gewonnen. Zu stark war die Dominanz der Russinnen. Dabei sind die Deutschen aktuelle Weltmeisterinnen von Östersund nämlich. Und eine ist ganz besonders heiß auf diesen Sieg, denn sie kommt mit breiter Brust vom letzten Tag aus Oberhof hierher nach Ruppolding in ihre Wahlheimat. Kathi Wilhelm hat hier in ihrer Wahlheimat Ruppolding ein klares Ziel vor Augen. Sie will etwas schaffen, das ihr vor knapp einem Jahr zum letzten Mal gelang.